Ja, schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr über die Einladung und ich hoffe, dass der Nachmittagskaffee Sie jetzt noch ein bisschen weiterträgt, die nächsten 20 Minuten. Der Hintergrund von meinem Vortrag, ich habe eine Forschungsstudie gemacht zu dem Thema Makerspaces und wie Sie mit der Kreativwirtschaft und mit Unternehmen sozusagen, in welchen Netzwerken das funktioniert. Und ein paar dieser Erkenntnisse möchte ich gerne heute mit Ihnen teilen. Das Thema Maker, das ist etwas, was in Deutschland vielleicht noch nicht so angekommen ist, auch als Begriff. Und es ist auch eher ein Klammerbegriff als tatsächlich eine Bezeichnung für einen bestimmten Typus Mensch. Und unter diesem Klammerbegriff oder unter diesem großen Dach oder dieser Klammer verbirgt sich eine ganze Gemengelage von bunten, verschiedenen Phänomenen. Und das ist tatsächlich etwas, was das so besonders interessant macht. Die Maker, die Einflüsse, die dazu geführt haben, dass es tatsächlich so etwas wie das Maker-Movement gibt, generieren sich zum Beispiel aus solchen Sachen wie Open Source. Das haben wir ja auch heute schon öfters gehört, dass diese Offenheit und auch Open Source ein großer Beschleuniger von Innovation ist und dass Open Source dazu andere Leute zu befähigt, distribuiert, verteilt, an Dingen einfach weiterzuarbeiten, ohne Kosten im Prinzip. Und so entstehen interessante Sachen an den unterschiedlichsten Orten der Welt. Ein ganz wesentlicher Punkt, der diese Beschleunigung auch tatsächlich und auch dieses Movement tatsächlich befähigt hat, sind natürlich digitale Fertigungstechnologien. Also wir kennen das, 3D-Druck zum Beispiel, auch Lasercut. Und die haben auch damit zu tun, dass natürlich bestimmte Patente zum Beispiel gefallen sind und dass plötzlich in Open Source Produkte und Fertigungstechnologien entwickelt werden konnten und so ganz, ganz vielen Leuten zur Verfügung standen. Tatsächlich sind auch diese, auf das, was ich auch im Wesentlichen hinaus will, diese kreativen Communities, die dieses Maker-Movement aufmacht, tatsächlich echte Communities. Das heißt, wir sind Gemeinschaften von Leuten, die eigenmotiviert sind, um Dinge zu entwickeln, völlig unabhängig von Organisationen, von Unternehmen und sich zum Beispiel in Makerspaces und FabLabs zusammenfinden, um das dort zu machen. Also sie sind nicht angestellt, sie machen das in ihrer Freizeit, aber vielleicht auch nebenher. Sie machen das vielleicht auch hauptberuflich, aber sie sind wirklich kreative Communities und sie sind vor allem extrem interdisziplinär. Also in vielen Makerspaces und FabLabs findet man Leute, das sind ITler, das sind Künstler, das sind Designer, das sind vielleicht auch Finanzbuchhalterinnen, davon hatten wir es heute ja gerade schon. Und dort entwickeln sie an eigenen Projekten oder auch gemeinsam Dinge völlig unabhängig von Unternehmen. Befeuert hat es natürlich auch noch ganz so erheblichem Maße leicht zugängliche und billige Elektronik. Vielleicht kennen Sie diese Schlagworte von Arduino zum Beispiel, ein Microcontroller, der auch in Open Source entwickelt worden ist und unglaublich viel verkauft worden ist. Oder sowas wie Raspberry Pi, ein kleiner Computer, der im letzten Jahr schon 10 Millionen Mal verkauft worden ist. Und natürlich auch noch ganz andere Nutzerschichten plötzlich dazu bringt, Dinge zu entwickeln. Ein ganz wesentlicher Punkt ist auch dabei, dass Wissen teilen und lernen, das im Maker-Movement eine sehr große Rolle spielt. Also man will lernen und man will dieses Wissen weitergeben und ist deswegen auch gerade im Bildungsbereich sehr aktiv. Und eigentlich zählen Zertifikate, Abschlüsse, Studienabschlüsse nicht so wahnsinnig viel, sondern die Kompetenz, die man meinetwegen auch erst in einem Makerspace dann auch wirklich entwickelt. Das Maker-Movement als Begriff ist in Amerika groß geworden und da tatsächlich auch durchaus in dieser Gegend, dieser klassischen üblichen Verdächtigen der Innovation, also im Silicon Valley. Die Wurzeln dieses Maker-Movements liegen tatsächlich aber auch in Europa, in zum Beispiel solchen Sachen wie so Hackerspaces in Berlin Mitte der 90er, als das dort entstanden ist, in offenen Werkstätten, die es auch in Deutschland schon sehr, sehr lange gibt. Also die Wurzeln sind uralt. Amerika hat nun immer diese tolle Eigenschaft, Dinge groß zu machen und gut zu vermarkten, deswegen ist dort das Maker-Movement eben entstanden. Und was Sie hier sehen, ist ein Plakat für verschiedene Makerspaces im Silicon Valley und natürlich spielt es auch dort eine gewisse Rolle. Es gibt einen sehr schönen Spruch von Chris Anderson, der ein Buch geschrieben hat, Maker, ein ehemaliger Chefredakteur von Wired, der gesagt hat, im Maker-Movement tritt die Intergeneration, und da schließen wir gleich an den Vortrag voran an, auf die reale Welt. Das heißt, hier werden die Dinge, die wir irgendwie durch das Internet haben, die Vernetzung zum Beispiel, die werden genutzt, um reale Dinge herzustellen.
Tatsächlich ist, wenn wir vom Silicon Valley reden, dann reden wir von dieser Gründungsmotivation, die die Leute haben und diesen Startup-Geist und diesen Spirit. Und ich finde es sehr interessant, mal zu vergleichen, jetzt in diesem Weichbild von den Leuten, die sich vielleicht diesen Maker-Movement das interessant finden und im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung, also Gesamtarbeitsbevölkerung. Ich habe mal eine Umfrage gemacht auf dem Make Munich, das ist eine Maker-Veranstaltung in München, wie hoch dort die Zustimmung zu, ich würde mich gern mit eigenen Ideen selbstständig machen, ist, und die war dort bei 29%, im Gegensatz zu oder im Vergleich zu 6,2%, was die Arbeitsbevölkerung in Deutschland laut dem Global Entrepreneurship Monitor ist, ausmacht. Also was man sieht, das heißt jetzt nicht, dass die sich alle sofort übermorgen selbstständig machen, aber dass der Gründungswillen in dieser Maker-Weichbild relativ groß ist. Diese Heterogenität, die ich vorhin gerade angedeutet habe, ist tatsächlich etwas, was ganz wesentlich zu der kreativen Energie dieser Maker-Szene beiträgt. Die Leute kommen aus einem sozialen Hintergrund und machen soziale Innovation, Social Design. Sie kommen aus der Ecke der Nachhaltigkeit, machen Sustainable oder sogenannte Green Maker-Projekte. Sie kommen natürlich aus dem Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft. Sehr viele Designer sind sehr aktiv, machen da sehr stark mit. Und natürlich aus dem Bereich des Tech. Wir haben es gesehen, Raspberry Pi ist natürlich eine IT-Innovation. Also da vermischt sich vieles. Und inzwischen ist es auch so, dass der Bildungsbereich ganz erheblich, vor allem in den USA, auf das Thema angesprungen ist. Und gesagt hat, das ist eigentlich etwas, was unsere Jugendlichen, was unseren Nachwuchs befähigt, wirklich innovativ und unternehmerisch zu denken. Ein ganz zentraler Punkt eben dieses Maker-Ökosystems sind die Makerspaces. Weil was die Maker tatsächlich tun, was sie ganz hervorragend tun, ist, dass sie sich durch das Internet, durch Meetup-Gruppen, durch Foren, durch Blogs, durch Foren, wo man auch Daten teilen kann, vernetzen. Das machen sie sehr, sehr, sehr erfolgreich, auch wo man wirklich auch zum Beispiel Daten austauschen kann und wo man auch Sachen bereitstellt zum Nachbau. Aber die Vernetzung an physischen Orten ist ein ganz zentraler Punkt im Maker-Movement. Es gibt sehr, sehr viele Bezeichnungen für diese Orte und das macht es nicht immer leicht, irgendwie das zu fassen, worum es da eigentlich geht. Offene Werkstätten ist ein gut eingeführter Begriff in Deutschland, Makerspaces, Makerlabs, Fablabs ist ein anderer Begriff, der auf einen anderen Zusammenhang, eine andere Community sozusagen nochmal referenziert, Innovationswerkstätten. Das sind alles Begriffe für im Prinzip sehr, sehr, sehr ähnliche Konzepte. Was sie alle bieten, ist günstiger Zugang zu Hightech-Werkzeugen und ich nehme jetzt mal unter Hightech-Werkzeugen auch schon 3D-Drucker oder Lasercutter oder solche Sachen, zu Wissen, also um Wissen sich dort anzueignen in Workshops oder tatsächlich einfach nur von anderen, die dort sind und natürlich das Vernetzen für jeden. Das bieten diese Makerspaces und zwar extremst niedrigschwellig, also wirklich so, dass wirklich jeder kommen kann. Was sie eben auch bieten und was, sagen wir mal, der große Besonderheit ist, neben irgendwas, wo man sagt, da gehe ich halt hin, dann gehe ich schnell wieder, nachdem ich fertig bin, ist eine kreative und interdisziplinäre Community. Und Community sagt sich immer so leicht, ja, das ist halt eine Community, aber eine Community, und das weiß jeder, der ein Coworking oder solche Einrichtungen kennt und nutzt, das ist etwas, was tatsächlich der Kern von solchen Orten tatsächlich ausmacht. Und was sie eben auch sind, und das macht sie eben auch so interessant, wenn man um das Thema Gründungsförderung zum Beispiel geht, sie sind Übergangsräume. Sonst haben wir natürlich eine gut ausgebaute Infrastruktur, zum Beispiel von Inkubatoren, Acceleratoren, Business, wo man einfach sein Business starten kann. Was die Makerspaces oder solche Fablabs eben bieten, ist, dass es extrem, die wollen von einem nichts. Die wollen nicht, dass man sofort ein Business gründet. Man kann dort Dinge vorbereiten. Okay, funktioniert das? Das ist der Running Gag hier bei der Veranstaltung, dieses Gerät, glaube ich. Schauen wir mal. Ich traue mich noch nicht. Also diese Übergangsräume von einem Zustand zum anderen. Das ist ein bisschen vergleichbar. Ganz ehrlich, wir haben natürlich sowas wie den VfB Stuttgart, aber irgendjemand muss ja irgendwo mal dafür trainieren. Wir brauchen auch einen Bolzplatz, ja? Sonst funktioniert das einfach nicht. Es klappt.
Also was diese Makerspaces tun, zum einen bieten sie kreative, ich nenne es jetzt mal kreative und digitale Fitness für alle, und zwar wirklich für alle Altersschichten, für alle sozialen Gruppen, und sie ermöglichen eine Gründungsphase Null. Irgendwie, dass man mal nach Feierabend macht oder irgendwie in irgendeinem anderen, aber auf jeden Fall sehr niedrigschwelligen Zusammenhang. Ich werde zu nichts gezwungen, ich kann dort alles machen. Die Makerspaces haben seit ungefähr 2006, als dieses Wort Maker einen gewissen Schwung bekommen hat, unglaublich zugenommen. Das ist jetzt, sagen wir mal, eine Statistik, die ist basiert auf Nutzerdaten, und diese Szene ist so heterogen, dass man nicht unbedingt überall die ganz stabile Daten findet. Aber man kann ungefähr davon ausgehen, dass es seit 2006 eben auf ungefähr 1500 Makerspaces weltweit angewachsen ist, und das heißt wirklich weltweit, denn das ist kein westliches Phänomen. Es ist nicht etwas, was jetzt nur irgendwie in hochentwickelten Industriestaaten stattfindet, sondern es hat einen besonderen Impact zum Beispiel in solchen Gegenden wie Afrika oder Asien, wo auch wirklich Leute in solchen Orten arbeiten, die tatsächlich einen ganz extremen Bedarf haben an Innovationen, die nichts kosten oder die ganz konkrete lokale Probleme angehen. Also ich kenne selber ein paar Maker aus Lagos, Nigeria, und da muss ich ganz ehrlich sagen, die haben einen unglaublichen Innovationswillen und die haben auch einfach fantastische Ideen, um ihre eigenen Probleme selbst zu lösen. Tatsächlich ist nicht nur die Zahl dieser Makerspaces gestiegen, sondern die Makerspaces haben sich seit ihrer Entwicklung oder seit ihren ersten Modellen auch entwickelt und sind größer geworden und sind professioneller geworden. Und so, ich habe so ein paar Modelle identifiziert, die man ein bisschen unterscheiden kann. Und das, sagen wir mal, das Basismodell für solche Sachen ist tatsächlich etwas, was ich das Vereinsheim genannt habe. Es ist völlig egal, ob es sich FabLab, Makerspace oder sonst irgendwie nennt. Das Vereinsheim ist genau das wie im Sport. Es ist ein Verein, der gegründet ist von Mitgliedern. Die Mitglieder nutzen das, und es wird komplett von Mitgliedern geführt. Hat den Vorteil, kostet fast nichts sozusagen, weil es ist einfach alles durch die Mitglieder und das Engagement der Mitglieder gemacht. Der Nachteil ist eben, die finanzielle Ausstattung ist meistens extrem mies, und man kann sich nicht unbedingt immer sicher sein, ob alle Geräte gehen. Das nächste Modell, das jetzt sozusagen jetzt schon gerade am Schwung, das schon Schwung bekommt, ist das, was ich Fitnessstudio genannt habe, in analog eben diesem Sportgedanken, kreative Fitness für alle. Und das Fitnessstudio ist tatsächlich etwas, was schon professionell geführt wird, das tatsächlich auch schon angestellte Leute hat, die sich kümmern, die sich auch um die Community kümmern. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel das FabLab Berlin, das man durchaus als so bezeichnen kann. Die haben Mitglieder. Ja, aber die wollen auch einen Service, und die wollen auch was haben, was man da jederzeit zum Beispiel auch rein kann, auch 24 Stunden zum Beispiel. Ein weiteres Modell, das sich jetzt auch langsam entsteht, ist sowas, was ich jetzt mal hier Co-Making Space genannt habe. Wir kennen ja dieses Prinzip der Co-Working Spaces. Ein Co-Making Space ist tatsächlich die Erweiterung eines solchen Co-Working Space mit entsprechenden Möglichkeiten, auch wirklich zu produzieren. Hier als Beispiel das Makerversity in London, ein sehr großes Co-Making Space, speziell auch für die Kreativwirtschaft. Und die haben zum Beispiel beanspruchen für sich, dass sie 2016 ungefähr 12 Produktinnovationen dort entwickelt worden sind, mit dem Crowdfunding insgesamt bei Kickstarter von über 1 Million Pfund, also Mitglieder, die dort gearbeitet haben. Solche Modelle gibt es natürlich inzwischen auch, sind auch in Deutschland angekommen, und wir hören ja nachher auch nochmal über den Haven in Hannover, der ist, denke ich mir mal, ganz ähnlich analog danach entwickelt. Und die wachsen weiter. Also diese Orte wachsen weiter bis hin zum Beispiel, das sind jetzt Pläne für eine was wie ich sie genannt habe, Microfactory in London. Dort sollen auf tatsächlich 4.700 Quadratmeter, also diesen Ort gibt es schon, aber es soll ausgebaut werden, auf 4.700 Quadratmeter eine kleine Fabrik entstehen, wo auch Leute wirklich produzieren können. Ja, diese Microfactory Building Blocks ist mit 2,7 Millionen Pfund von der Stadt London mitfinanziert worden. Und da sieht man schon, dass natürlich auch inzwischen die Politik und die offiziellen Stellen auch aufmerksam werden und merken, dass es eine Wirtschaftsförderung ist, was da passiert. Jetzt sind Unternehmen auf verschiedene Art und Weise natürlich an diesen Phänomen interessiert. Ja, da passiert was. Da ist plötzlich, wir erleben hier eine Grassroots Innovation.
Und es ist sowas ganz anderes als das, was wir vorhin heute früh noch irgendwie nicht kein Top-Down, nicht der Chef hat gesagt, wir müssen, sondern es ist wirklich eine Grassroots-Innovation, die einfach das macht, was sie machen wollen. Das interessiert die Unternehmen. Und die Art und Weise, wie Unternehmen sich mit diesem Maker-Movement verbinden, basiert aus unterschiedlichen Motivationen und mit unterschiedlichen Strategien. Eine ganz naheliegende, einfache Strategie ist natürlich zu sehen, hier passiert was, das hat Hipness, das hat Glam, wir wollen uns irgendwie in die Nähe dieses Phänomens bringen, um uns auch wieder irgendwie interessant zu machen, zum Beispiel für Nachwuchskräfte. Wir wollen so ein bisschen was mitbekommen von diesem innovativen Glam. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie Audi auf der letzten Make Munich auch als Sponsor aufgetreten hat und dort auch Leute hingeschickt hat von Audi, die so ein bisschen auch diesem Bild entsprechen, die halt auch einfach mal Dinge bauen. Aber es ist aber auch so, dass sich die Unternehmen, auch die größeren Unternehmen, für diese Art und Weise zu innovieren, auch wirklich ernsthaft interessieren und versuchen, das in ihre Innovationsprozesse mit aufzunehmen. Auch da habe ich so ein paar Modelle identifiziert. Das eine ist natürlich Innovation Labs, kennen wir, Inhouse Innovation Labs. Auch das gibt es und auch das wird inzwischen immer mehr mit solchen Möglichkeiten eines Makerspaces ausgerüstet. Es gibt sehr viele Unternehmen, die mit Makerspaces kooperieren. Und es gibt auch inzwischen tatsächlich Makerspaces, die von Unternehmen nicht nur kooperiert werden, sondern auch tatsächlich aufgesetzt werden, selber aufgesetzt. Beispiel zum Beispiel für so Inhouse Fab Labs oder Innovation Labs. Airbus hat sogenannte Protospaces in ihre Innovation Center mit aufgenommen. Also sie haben im Prinzip so Fab Labs Ausstattung. Fab Lab bezieht sich vor allem auf 3D-Druck und Lasercut und solche Sachen in ihre Innovation Spaces oder in ihre Innovation Labs aufgenommen. Saint-Gobain macht es auch. Da sind sie tatsächlich auch Teil des internationalen Fab Labs Verbindung, ist eine eigene. Und tatsächlich ist es auch so, dass auch Foxconn in Shenzhen einen eigenen Makerspace in ihrer Fabrik hat. Also da ist sozusagen das Prinzip, nimm einen Innovation Space, den du sowieso hast für Design Thinking Aktivitäten oder sonst irgendwas und mach ihn so weit, dass man auch wirklich prototypisieren kann, auch wirklich Produkte. Das nächste Modell, das auch sehr intensiv gemacht wird, ist die Makerspace und Unternehmenskooperation. Ein Beispiel in Deutschland ist zum Beispiel der Makerspace in Garching, der von der Frau Klatten ja auch mitfinanziert worden ist und wo BMW zusammen mit der Unternehmentum an Institut der TUM einen Makerspace betreibt. BMW-Mitarbeiter dürfen dort arbeiten. Und es gilt die One-Signature-Policy sozusagen, wenn ich ein Projekt habe, das ich gerne machen würde, dann reicht eine Unterschrift von einem Vorgesetzten und ich kann mich mal für 2 Wochen im besten Fall absetzen und mein Projekt dort verfolgen. Und ich habe die Möglichkeit als Incentive dort zu arbeiten und kann sagen, auch wenn du dein Vogelhäuschen baust, mach's. Ja? Einfach nur als Möglichkeiten tätig zu werden. Eine andere Kooperation ist zum Beispiel, wie Otto Bock, der große Prothesenhersteller, mit dem Fab Lab in Berlin kooperiert. Dort entsteht ein ganz, ganz großes Open Innovation Quartier am Prenzlauer Berg. Und jetzt schon ist das Fab Lab von Berlin ein Teil dieser Otto Bock Innovation Ökostruktur. Und es gibt relativ viele Verbindungen von den Makern, die dort sind, mit Otto Bock. Und Otto Bock hat da auch eine kleine Werkstatt. Und es werden so verschiedene Sachen ausprobiert. Das ist ganz interessant, weil die wirklich im Ausprobierstadium sind. Die haben nicht von vornherein gesagt, so machen wir es, sondern die sagen, wir machen das mal und dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Eine andere, sagen wir mal, ist auch so eine Blaupause für die Kooperation von Makerspace und BMW, ist die Zusammenarbeit von TechShop, Detroit und Ford Motor Company. TechShop ist eine Kette von Makerspaces in den USA und dort funktioniert auch das Modell, dass die Mitarbeiter dort arbeiten dürfen als Incentive und natürlich auch Projekte dort stattfinden. Ford hat mal behauptet, dass ihre Patentanmeldungen seit dieser Kooperation um 50% gestiegen sind. Ich weiß nicht, ob das so ganz haltbar ist. Auf jeden Fall haben sie das als Pressemitteilung mal rausgegeben, da war ich schon schwer beeindruckt. Und die letzte Möglichkeit will ich Ihnen auch noch mal ein bisschen näher vorstellen, weil ich finde, das ist auch eine sehr interessante und extrem weitreichende. Das ist, wenn Unternehmen mit tatsächlich eigene Makerspaces machen. Also zum Beispiel
Eagle Labs, Barclays Bank hat ganz viele Filialen und die sind leer, also haben sie dort Makerspaces reingebaut. Und GE hat eine eigene kleine Fabrik aufgebaut, um dort Produkte zu testen in Kleinserie in Zusammenarbeit mit Makern. Also so sieht zum Beispiel das Eagle Labs aus, der Barclays Bank. Und der CEO of Barclays sagt, dass er das gemacht hat, weil er ist sowieso immer das Herz der Communities als Bank und er möchte der Community gerne was zurückgeben. Natürlich möchte er auch die Nähe zu Startups und Fintech, jungen Leuten, die Fintech machen. Das ist natürlich noch so ein Nebenaspekt. GE hat ein ganz anderes Konzept. Die haben einen riesen Makerspace hingestellt, haben eine Microfactory dahinter gemacht und eine Online-Community, wo man verschiedene Sachen auch noch einreichen kann und voten kann. Und sie haben wirklich dieses System, dass sie dort Produkte produzieren wollen. Sie wollen dort Produkte produzieren und verkaufen, wie unter einer eigenen Marke. Und der Director Research and Development sagt, dass wir beweisen wollen, ist, dass man in einer offenen Co-Creation-Einrichtung alles drei machen kann. Nicht nur Produkte entwickeln, sondern auch produzieren und verkaufen. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft der Produktentwicklung dem, wie wir es hier machen, sehr ähnlich sein wird. Wir machen wirklich einen kompletten Zyklus in diesem Makerspace. Finde ich extrem weitreichend, sehr interessant. Soweit zu dem einfachen Teil. So ein Ding aufzusetzen, ich sage jetzt mal einfacher Teil, ist eine Möglichkeit. Ein Makerspace zu machen, ist eine Möglichkeit. Der schwierige Teil ist tatsächlich das, was tatsächlich diese Community ausmacht, und das ist das Mindset. Das Experiment, Fehler machen, ausprobieren, völlig egal, wo du herkommst, mach's einfach mal, lern was dazu, weiß man nur nicht, was rauskommt, dieses Mindset. Das Harvard School of Education hat es mal als Maker Empowerment definiert und gesagt, es ist das Bewusstsein dafür, dass Dinge und Systeme gestaltet und gestaltbar sind und die Neigung und Fähigkeit, die Welt durch Bauen, Basteln, Redesignen und Hacken zu formen. Das ist also sozusagen das, was diesen Spirit im Kern ausmacht. Und einfach nur mal zum Schluss noch ein paar von so O-Tönen aus dieser Community, um das so ein bisschen zu fassen. Wie gesagt, das eine ganz Wesentliche ist das Thema der Community. Oder wie Pierre Braun, ein Mitglied von FabLearn Berlin und auch ein Entwickler von so einem Open-Source-Roboter gesagt hat, eine Gemeinschaft von Leuten, mit denen ich sonst im normalen Alltag nicht zusammentreffen würde. Da entsteht so etwas wie eine Brutstätte unterschiedlicher Ideen, die das Projekt voranbringen. Das war sehr hilfreich. Also unterschiedliche Leute zusammenbringen und an Sachen arbeiten lassen, ist also einer der Erfolgsfaktoren. Das nächste ist Offenheit und Vertrauen. Und Tally Morcom, die ist auch leitet auch ein Makerspace in London, sehr spezielles für Keramik, hat gesagt, wenn wir lernen, denen zu vertrauen, die wir normalerweise als unsere Wettbewerber ansehen würden, kann etwas Neues entstehen, das uns allen zugutekommen kann. Ist natürlich sehr schwierig, leicht gesagt vielleicht in dem Zusammenhang, aber ich denke mal, auf jeden Fall zeigt es sehr stark, dass der Geist in dieser Gemeinschaft auch ausmacht. Und zu guter Letzt natürlich auch dieses Just-Make-It-Gefühl, Neugierde und Tatkraft. Jeder mit einer Idee, ein bisschen Neugierde und Bereitschaft, es zu versuchen, kann mitmachen, sagt Kelly Roy, die Gründerin eines sehr, sehr großen Makerspaces in Portland. Und ich glaube, genau darum geht's. Nicht Abschlüsse, nicht Zertifikate, nicht ich bin das, ich kann das, sondern einfach das Ausprobieren, das Tun und zu versuchen und damit eben auch mal Fehler zu machen und zu scheitern und vor allem zu spielen, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil dieser kreativen Community. Und mit Kelly Roy würde ich ganz gerne meinen Vortrag beenden und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.